Der Sommer ist zurück und er ist heißer denn je. Wer kennt es nicht? Ihr seid gerade auf dem Weg zur Arbeit oder einer Party und plötzlich seht ihr das. Aber warum schwitzen wir Menschen eigentlich? Fangen wir mal mit den Basics an. Schweiß wird von unseren Schweißdrüsen produziert. Man unterscheidet verschiedene Arten, die ekrinen und die apokrinen Schweißdrüsen. Die ekrinen Schweißdrüsen befinden sich überall am Körper, besonders an Stirn, Hand und Fußsohlen und produzieren den Schweiß, eine Flüssigkeit, die hauptsächlich aus Wasser und Salz besteht. Das passiert vor allem, wenn wir uns körperlich betätigen oder bei großer Hitze, um uns Abkühlung zu verschaffen. Der Schweiß auf unserer Haut verdunstet, dabei wird Energie in Form von Wärme verbraucht. Diese Wärme kommt von unserem Körper, sie wird ihm also entzogen und dadurch kühlen wir ab. Ganz logisch, oder? Unser Schweiß hat aber auch noch einen weiteren Vorteil. Durch seinen leicht sauren pH hilft er auch, das Wachstum von schädlichen Keimen auf der Hautoberfläche zu hemmen. Neben den ekrinen Schweißdrüsen haben wir auch noch Duftdrüsen am Körper, die sogenannten apokrinen Schweißdrüsen. Diese befinden sich nur an ganz bestimmten Körperstellen, wie etwa Leiste, Kopfhaut, Achseln oder der Genitalregion. Diese Duftdrüsen produzieren einen ganz bestimmten Cocktail aus Proteinen und Fettsäuren, der unseren Körpereigengeruch bildet, also sozusagen unser individuelles Parfüm, was übrigens auch bei der Partnerwahl eine tragende Rolle spielt. Nicht umsonst können sich manche Menschen riechen und andere nicht. Die apokrinen Schweißdrüsen sind insbesondere bei starkem emotionalen Stress wie Angst, Schmerz oder Nervosität aktiv oder auch bei Erregung. Schweiß an sich ist aber eigentlich geruchlos. Der unangenehme Geruch mancher schwitzender Leute entsteht erst durch Bakterien auf unserer Haut. In unserem Schweiß sind nämlich Stoffe enthalten wie Eiweiße, Harnstoff oder Milchsäure, die durch diese Bakterien zersetzt werden. Dabei entstehen wirklich unangenehm riechende Substanzen wie etwa Buttersäure oder Ameisensäure. Und weil sich unter unseren Achseln besonders viele dieser Bakterien tummeln, riechen viele Menschen dort besonders intensiv. Geh duschen. Du stinkst nach Butter und Ameisensäure. Und hier noch eine Info für absolute Körpergeruchsspezialisten. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Männer- und Frauenachselschweiß riecht tatsächlich unterschiedlich, je nach Bakterienart. Der weibliche, schwach säuerliche Schweißgeruch entsteht vor allem durch Mikrokokken, der männlich stechend beißende Geruch dagegen durch lipophile Diphtheroide. Unnützes Partywissen, check. Und auch unsere Hormone und das Essen von bestimmten Lebensmitteln können unseren Schweißgeruch verändern. Achtung Jungs, bei der Zersetzung von männlichem Schweiß entstehen unter anderem auch Abbauprodukte des Sexualhormons Testosteron, was auf Frauen zu einem gewissen Grad auch anziehend wirken kann. Hey Baby, schon mal an meinem Schweiß gerochen? Du bringst mich ja ganz schön ins Schwitzen. Wie viel wir schwitzen, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Männer schwitzen generell bis zu 40% mehr als Frauen, sorry guys, und auch Veranlagung spielt eine gewisse Rolle. Übergewichtige Menschen schwitzen mehr, weil mehr Fett auch die Körpertemperatur erhöht, aber das muss nichts heißen, denn auch sportlich sehr trainierte Menschen schwitzen mehr und wenn ihr schon mal zu viel Kaffee oder ein zu scharfes Curry gegessen habt, werdet ihr schon die Erfahrung gemacht haben, dass das unsere Schweißdrüsen ganz schön auf Touren bringt. Beim Schwitzen sind wir Menschen übrigens einsame Spitzenreiter. Wir haben mehr als 2 Millionen Schweißdrüsen und damit mehr als jedes andere Säugetier auf der Welt. Das hat damit zu tun, dass unsere Vorfahren sich ihr Essen noch erjagen mussten und zu viel Körperbehaarung nicht nur optisch gewöhnungsbedürftig ist, sondern auch energietechnisch ein eindeutiger Nachteil war, weil die Jäger beim Rennen schneller überhitzten. Also legte der Mensch sein Fell ab und bildete stattdessen Schweißdrüsen aus. Wie praktisch. Zum Glück gibt es in unserer modernen Welt nicht nur weniger Körperbehaarung, sondern auch geniale Erfindungen wie Deos, mit denen hartnäckiger Schweißgeruch kein Problem mehr ist, beziehungsweise sein sollte.